Okay. Lass mir ein Ei gerissen. Outfit check. Ich bin der New Spider-Man. Jungs, stellt euch vor. Ich bin El Branco und ich verbringe meine Freizeit im Fitnessstudio. Darf ich einen netzen? Nein. Ich bin Miles Morales und ja, ich bin der wahre Spider-Man. Was geht? Süßes oder saures? Vielen Dank. Vielen Dank immer. Unsere erste Ausbeute. Nice. Lemon Bites. Also unsere erste Süßigkeit von 1 bis 10. Was sagt ihr? Mmh, er war schon geöffnet. Ist eine 3. Ich sag 2 von 10. Süßes oder saures? Ich war irgendwas dabei. Ich nehme eine Kartoffel. Ja, oh, sehr gerne. Nehme ich. Ja, komm her. Blaue Kartoffel. Dankeschön. Ja, danke. Schönen Tag Ihnen noch. Also ich sage echt Kartoffel höher als die Lemon. Sag mal her, mach mal Beulauf. Deine erste Errungenschaft, wir vergleichen das dann noch. Die ist ja blau. Also ich sag ehrlich, das ist besser als meine halbleeren Lemon, Digga. 500 Gramm. Du sagst, halbes Kilo Süßigkeiten bekommen wir heute. Wie viel ist ein halbes? Ein halbes Kilo sind 500 Gramm. Ich sag 2 Kilo. Ich sag anderthalb Kilo. Ich sag ein halbes Dutzend. Digga, was? Scheiße, gespaltet. Gespalten. Wie findest du den Move? Drück sofort die Schuppi raus, dann steche ich dir ein Auge aus. Oha! Süßes oder saures? Gibt's mir schnell und lasst mich nicht warten. Wenn doch, kack ich euch in den Garten. Digga, du sollst mich filmen beim Spruch. Süßes oder saures will ich, lasst mich nicht warten. Wenn doch, kack ich euch in den Garten. Digga, das ist OP. Okay. Man okay. Hat nur deine Nase gesehen, weil ich an den Scheiß herangesucht. Der ist dumm. Ei! Süßes oder saures? Achtung, Darf ich noch jemand Spruch sagen? Ja. Süßes oder saures? Ella, bitte ruhig. Ella. Süßes oder saures? Lasst mich nicht lange warten, sonst kack ich euch in den Garten. Nee, das wollen wir nicht, das macht die Ella schon. Moment, ich komme gleich wieder. Ich sag euch ehrlich, schlechter als Kartoffel und leere Kackdinger kannst du nicht werden. Die sind nicht leer, die sind zur Hälfte aufgegessen. Der hat Bruder, den Hunger beim Alter, das sind Bananendinger. Das hätte ich niemals essen. Das ist sowas, was du in die Badewanne schmeißt. Das schmeißt in die Badewanne. Das schmeckt wie Badekugeln. Ja, das schmeckt in die Badewanne. Oh, vielen Dank, danke. Aber das ist gut. Müsst ihr dann gucken, wer was haben will. Oh, ich danke. Vielen Dank. Du hast aber eine Ruhe. Ja, danke. Wir haben heute noch viel vor. Danke, sehr lieb von dir. Schönen Tag hier noch, auf Wiedersehen. Tschüssi. Ich glaube, das hat sich erledigt mit dem 500 Gramm. Wer sagt jetzt ein Gedicht? Warte, ich gucke nur auf TikTok. Oh. Weißt du, ich bin wenigstens noch kreativ und denke wirklich was aus, aber so ist halt die Jugend von heute, weißt du, die ist TikTok versüchtet. Folgt mir alle auf TikTok, Tobi mit 3i. Gib uns Couponbons, nicht zu knapp, sonst schneide ich dir die Eier ab. Das wird cringe, das will ich nicht filmen. Das ist wirklich cringe. Das will ich nicht filmen. Das kannst du nicht machen. Los, mach, komm. Ich hab schon einen Klingel. Aber du musst auch durchziehen, denn du darfst nicht einfach anfangen mit Lachen oder so. Uhu. Auf jeden Fall sind die zu Hause, das weiß ich. Für die kurze Wartezeit tanze ich mal kurz. Wenn die nicht aufmachen, haben die Pech zu. Die haben das Licht, also hinten ist sogar das Licht an, ne? Dann müssen wir einfach reingehen, oder Jungs? Ja. Ich sag euch echt, ich hab gedacht, ich werde halt alle meine Süßigkeiten verschenken. Weil nichts Veganes dabei ist. Aber die hat mir einfach vegane Gummibärchen. Ja, weil die Frau mitdenkt. Ja, die wusste. Ah. Hier, guck's dir an, die haben sogar Kürbisse herausgekriegt. Also, wenn es eine Frau ist, dann kann ich doch keine Eier abschneiden. Hier ist der Hintereingang. Ey, da riecht jetzt wirklich rein. Ja? Alter. Süßes oder saures? Was? Meine Mama hat den Schlüssel, die kommt gleich. Ich hab einen Spruch. Gib mir Bonbons nicht so knapp, sonst schneide ich dir die Nase ab. Oh oh. Warum ist das so unangenehm? Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Tag dir noch. Danke. Ciao. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich denk, bei Ihnen gibt's nur saures, so süß wie Sie sind. Ja, gar nicht.
Okay, das war eigentlich ein Anmachspruch. Ich wollte gar nichts Süßes. Außer sie. Feiern! Viel Spaß! Danke, ihr auch. Ich habe uns verabschiedet, aber laufen den gleichen Weg. Ja, okay, wir gehen einfach hier lang. Egal, das war's. Ey, warum hast du jetzt alles? Weil ich die kenne. Weil ich die kenne, du Bastard. Wie ist bei dir aufgetreten? Aber ganz ehrlich, so ein bisschen ist mir unangenehm. Wir gehen einfach hin zu Häusern und wollen einfach nur was haben. Und dann gehen wir einfach zum nächsten, als wären die nichts wert gewesen. Erstmal einen guten Spruch. Gib mir Süßes nicht zu knapp, sonst spritze ich dich mit meinen Netzen ab. Ja! 3, 2, 1. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Du grünst dich nur zu Sommerszeit. Soll ich das sagen? Siehst du das auch? Ich guck mal. Okay. Ihr seid so komisch. Also ich sag echt, dem hat's gefallen. Warum habt ihr aufgehört einfach? Weil ich den Text nicht kenne. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Schönen Danke. Tag noch. Wiedersehen. Ciao. Ey, warte. Da liegt einer mit Glatze. Wir brauchen was Gutes. Ihre Glatze wird auch nicht mehr wachsen. Also lass die Gummibärchen rüber wachsen. Deine Haare. Nein, okay. Wir wollen niemanden. Ich gebe ihnen einen Tanz und der geht ab. Gib mir Süßes und nicht zu knapp. Okay, ist ja, gut. Ja, das ist gut. Klingel. Welchen Tanz? Oh. Ich zeig Ihnen einen Tanz und der geht ab. Ich hätte gern Süßes und nicht zu knapp. Da darfst du dich hier doch mal dann zum Ei machen, vor jeder dir auch noch. Vielen Dank. Wir sehen Sie hier. Zu fünf? Zu zehn. Zu zehn. Der Rest steht da hinten. Danke. Hat jeder eine Tüte oder? Vielen Dank. Ja, gucken Sie, ich habe einen Rucksack. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte schön. Schönen Tag Ihnen noch. Wiedersehen. Noch. Danke. Ciao. Ich sag ehrlich, die 500 Gramm, die sind... Digga, also wir haben jetzt schon... Ja, wir haben innerhalb von 15 Minuten gemacht. Ja. Hört mal auf, das hier zu lustig zu machen. Wir haben hier eine Mission. Okay, wer ist jetzt dran? Severin hat noch nichts gemacht. Okay, du sag, bin ein Pole, gib Gummibärchen, sonst klaue ich ihr Auto. Das muss nicht mal reimen. Okay, Severin, sag das mit den Eiern. Nein, das kann ich nicht machen. Okay, Severin, raus. Gib die Süßigkeiten mehr. Gib dir mal, wie gut das aussieht. Wir haben nicht. Ich will dein Pausenbrot. Schimmer. Ich fand es. Am Fenster. Hört sie uns? Ich war auf der Suche nach Süßem und habe sie gefunden. Würden Sie mir mit ein bisschen Gummibärchen munden? Schönen Tag noch. Ja, okay, wir können klingeln. Wer ist jetzt dran? Gib uns Süßkram, sei nicht faul, sonst fehlt ein Zahn in deinem Maul. Nein. Doch, macht. Hallo? Hallo? Du sagst es. Nein, du, wer sagt es? Gib uns Süßes, sei nicht faul, sonst fehlt ein Zahn in deinem Maul. Ich weiß ehrlich nicht, ob wir sowas haben, ich geh mal kurz gucken. Vielen Dank. Zigaretten gehen auch. Das hab ich. Nein, gehen nicht. Aber der ist cool. Wir haben noch Erdnüsse da. Ey, vielen Dank. Seid ihr nicht ein bisschen alt? 14, ach, 15. Wir sind 12. Ja. Wir sind alle 12 und 11. Schönen Abend. Ey. Vielen Dank. Dir auch. Deine Socken werden, glaube ich, egal. Ein Schuss oder wie, man kann nicht zu alt sein für Spaß. No cap, man ist nie zu alt für Spaß. Hab ich doch gerade gesagt. Aber ich bin älter, das hat mir ein Message. Wir sind die Spinnenmänner. Yay. Yeah. Nein, hör auf. Bitte gib uns Süßes, ey. Ja, okay, hier ist niemand. Ja, der ist da, aber der hat vor uns die Türen zugemacht. Wir sind die Spinnenmänner, ey. Gib uns Süßes, dann freuen wir uns. Yay. Yeah. Wenn ich was Süßes hätte, würde ich euch was geben. Zeigen Sie, dass Sie nichts haben. Machen Sie die Taschen auf. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ne? Kommen Sie gut nach Hause. Ciao. Euch auch noch. Robi, das ist aber zurück, Scheiße. Hä? Das war aus Versehen. Und weißt du, warum die das hier gemacht haben, damit man da nicht drauf geht? Was machst du? Das wusste ich nicht. Was steht denn da? Hallo. Haben Sie nichts Süßes, ist mein Herz Aui, aber dann werden Sie wenigstens meine Sugar Mami. Ja gut, müssen Sie mal wieder ins Nebenzimmer gehen. Hallo. Guck mal, Uschi. Hallo, Uschi. Komm mal mit, wir holen mal mit den netten Damen.
Oder Herrn? Herrn, ja. Was? Da ist es. Scheiße. Ich komm gleich. Oh Mann. Hallo. So süß wie sie sind, haben sie bestimmt nur Saures. Jo. Aber sie war sehr nett. Also Power. Wirklich sehr nette Pflegerin. Hier kommt sie doch. Hier, ich hab das. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Danke. Vielen Dank. Das allein sind 500 Gramm Severin. Ich sag ehrlich, ich habe wirklich gedacht, es gibt nicht so viele Leute, die an Halloween gönnen. Deswegen ist es schon sehr lieb von denen. Man hat heute gesehen, wir sind die einzigen Spider-Männer heute draußen. Es geht nicht, wir brauchen mehr Spider-Männer. Ey Bro, ich weiß nicht. In letzter Zeit bei meiner Freundin, mir fehlt einfach die Energie. Der ist die ganze Zeit schlaff und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hast du einen Tipp für mich? Ja. Ich lösche die Aufnahme. Warum? Weil das zu cringe ist. Das war sehr cringe. Oh, der Gym-Typ. Stay hydrated with VitaVate. Huhu. Kriegst du auch was? Soll ich mal meine Mama anrufen? Danke. Vielen Dank. Okay. Danke. Vielleicht mir auch was. Vielen Dank. Ja. Süßest du das auch, ey? Nee. Nicht? Nee. Wir haben doch eine Milch. Ich habe angefangen. Ist sie schon sauer? Nee. Oh, dann nicht. Dann leider nicht. Schönen Abend noch. Danke, gleiche. Danke. Viel Spaß euch noch. Danke, ja. Danke, gleiche. Danke, gleiche. Viel Spaß dir noch. Aua, Schwänz. Schwänz nicht in der Schule, Kinder. Sonst seht ihr so aus wie Tobi und macht dieselbe Scheiße wie Tobi. Tobi sieht ja wirklich aus wie Slenderman. Dünne lange Beine, schmaler Oberkörper, ja. Lange Nudelarme. Tobi würde auch gerne so aussehen wollen wie ich, aber da weiß er nicht, dass er Kreatin und tägliches Training, Jungs. Kletter hoch und klopfen. Oh! Süßes, sonst gibt's Saures. Süß oder sauer? Wir sind schon mächtig ausgeraubt hier. Ach so, Entschuldigung, dass wir Sie erstmal stören beim Abendessen. Nee, kein Problem. Aber wir sind auf der Suche nach Süßigkeiten. Was Sie uns geben, Marmelade, das nehmen wir. Marmelade wäre gut. Ja, Marmelade. Ist es selbstgemachte Marmelade? Ja, selbst. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir wirklich die Marmelade. Oh, vielen Dank. Das hat das aber nicht mehr. Passt, Marmelade. Selbstgemachte Marmelade ist besser als alles andere. Bitte. Lass mich schmecken. Tschüss. Okay, Erfolg. Danke. Alter, unsere Feinde. Unsere, ja. Wollt ihr den Kampf annehmen? Das ist halt wirklich dumm mit der Kamera. Wenn es dunkel wird, müssen wir abbrechen. Abbrechen einfach. Ja. Abbruch. Kein Fall mehr weiterlaufen. Okay, lass nach Hause gehen, noch was lesen oder ein Brettspiel. Ja, okay. Das ist die Saugfrau. Ist das, hat sie nicht so eine übel Special Ability? Saugen? Ja, ich bin ja wieder lustig unterwegs. Ich hoffe, er schneidet das raus. Wir waren jetzt, keine Ahnung, 3 Stunden draußen. Und jetzt hier ist unsere letzte Tür, an der wir klingeln werden. Oh. Er klingelt an meiner Tür. Süßes, sonst gibt es auch was. Was denn Süßes oder es gibt auch? Soll ich dir zeigen, was es gleich gibt? Ja. Wir sind zu Hause angekommen. Und jetzt zeigen wir euch unsere Ausbeute nach vielleicht. Wie lange haben wir uns Mühe gegeben? 5 Minuten. Okay. Okay. Ich fange an. Okay, also ich habe ein bisschen mehr als der Tobi. Alter, was so viel mehr? Weil ich einfach netter war. Okay. Kartoffel. Wir machen Ranking. Top 3 Ranking. Sachen. 1 für mich Kartoffel, 2 Marmelade. Das ist bei mir auf Platz 2. Er fängt Platz 2 an. Das ist die. Das ist die. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Halloween. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Du musst noch jetzt dieses Outro machen. Wenn es wieder heißt, du willst mich mit. Ich würde sagen, wir machen noch einen Taste-Test von der Kartoffel. Zähl mal das abgebissene Stück. Digga, das schmeckt einfach wie Kohlrabi. Zähl mal deine Zunge. Das schmeckt einfach nach Erde. Ja, schmeckt nach Kohlrabi mit Erde.